Tag zusammen, kommt zurück in Ruhrkirchen, unserer Großstadt, mit einem Gaskraftwerk. Das haben wir in der letzten Folge hier unten errichtet, uns noch ein bisschen darüber ausgetauscht, wie ein Gaskraftwerk funktioniert im Vergleich zu den, da fliegen wir mal eben rüber, Kohlekraftwerken, also der Unterschied zwischen Dampfkraftwerk, wie hier vorne, und dem Gaskraftwerk. Was wir auch noch gemacht haben, ist ja hier hinten den neuen Güterbahnhof eingerichtet, der dazu dienen soll, dass wir natürlich hier auch die Möglichkeit haben, die Kohle, das Kohlerevier hier zu nutzen. Der Stadtteil Sterkrade ist mittlerweile auch fertig ausgebaut. Was jetzt noch fehlt, und das will ich jetzt in dieser Folge machen oder damit beginnen, diese Schienenkonstruktion, die gefällt mir nicht, oder diese Schienenführung, weil unsere Züge, die jetzt aus Sterkrade kommen, hier nicht nach Osterfeld fahren können. Wir brauchen hier eine große Schleife. Das werden wir jetzt einmal angehen. Dazu machen wir Folgendes. Wir kaufen erstmal Zellen, und zwar diese drei. Denn was ich jetzt machen möchte, dazu müssen wir das Spiel einmal unterbrechen. Wir reißen das hier alles ab. Das werden wir komplett neu designen, dieses Gebiet hier. Also das kommt weg hier. Und der Zipfel auch. Wir brauchen unser Terrain-Tool, wie so häufig auf der Karte. Und jetzt möchte ich hier eine Wendemöglichkeit hier generieren, dass wir hier quasi einmal so rumkommen. Das können wir auch direkt mal machen. Die richtige Höhe hier vorne. Also wir gehen hier rum bis hier vorne hin. Das gleiche machen wir hier auf der Seite auch. Biegen hier ab, gehen dann unter dieser Bahnlinie durch, unsere Hauptachse, und werden dann hier eine schöne große Kurve ziehen und kommen hier wieder aus. So ist der Plan. Können diese beiden Teilstücke auch schon mal wegnehmen. Da schwebt jetzt der Zug in der Luft. So, das ist schon ein ganz schönes Brett hier, aber damit kommen wir zurecht. Wir werden jetzt erstmal hier diese Verbindung neu setzen. Wir brauchen die Höhenlinie, damit wir die Verbindungen sehen. Also hier gehen wir jetzt im 180 Grad Winkel raus aus dem Güterbahnhof. Nicht zu nah ran, denn wir müssen ja dann die Verbindung hier hoch machen. Das wird auch anspruchsvoll, also 180 Grad. Dann gehen wir hier um die Kurve. Die Schleife ist gesetzt, dann können wir jetzt hier geradeaus rüber. Ich will hier noch mal beim Gelände ein bisschen darauf achten, dass hier die Brücken passen. Also, dass wir hier ruhig nah rangehen. Jawohl, denn dann kommen wir hier ohne Probleme durch. Also von hier aus so doch leichte Kurve gehen. Also 180 Grad, wir brauchen die Hilfslinie. Die Verbindung in Ordnung. Und jetzt, das ist der nächste Schritt, danach können wir dann die Zeit auch weiterlaufen lassen. Wir müssen natürlich jetzt noch Verbindungen in alle Richtungen machen. Also von hier aus kommend müssen wir hier hoch. Das von hier aus, und dann gehen wir hier mal rechte Maustaste und dann mit der linken Maustaste hier hoch. Upsala. Das war nix.
die Verbindung in die andere Richtung, da kommen wir von oben. Also wir werden dann von hier aus kommend hier die Anschlüsse machen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Einmal hier, dann auf der gleichen Seite, wenn die Züge jetzt aus dem Güterwagenbahnhof kommen, hier die große Kurve und dann schließen wir hier an. Das heißt, auch hier werden wir einiges an Gelände wieder entfernen und haben dann die Möglichkeit, also von hier aus so smooth es geht. Das ist immer so die große Herausforderung. Ah, 2,1 Grad, das finde ich eigentlich ganz okay. Das gleiche dann von hier aus. Müssen wir vielleicht einmal absetzen und dann geht es hier rein und das gleiche dann auf der Gegenseite. Gehen von hier aus hier raus. Machen hier den einen Anschluss und auf der anderen Seite genauso. Wahrscheinlich müssen wir jetzt die ganzen Zugverbindungen alle neu setzen. Also was haben wir denn hier da? Wer fährt denn hier lang? Das ist doch der. Die Güterzuglinie 2, ne? Die müssen wir nämlich alle mal löschen. Machen wir mal das Fenster auf. Fracht. Ja, die können alle weg. Und wir setzen die alle neu. Das ist, glaube ich, der saubere Weg. Gucken wir mal. Zugverkehr hier. Der fährt hier lang. Also auch das ist natürlich Quatsch. Den können wir hier dazu bringen, aber hier geradeaus zu fahren. Das ist gut. Und jetzt kommen hier die Verbindungen. Also einmal Osterfeld nach Fulda. Und wieder zurück. Drei Verbindungen und da bei der Fracht sind sie. Wir setzen hier jeweils auf einen Zug. Wir können jetzt auch laufen lassen. Güterzug 2, ein Zug und der dritte ebenfalls. Da reicht jeweils einer. Perspektivisch werden wir auch nochmal hier durchgehen. Wir können hier natürlich auch irgendwann mal hoch die Verbindung machen. Das wird auch noch mal irgendwann passieren. Die Farben ändern wir auch noch mal. Türkis. Die Verbindungen stehen, die Züge fahren jetzt noch, da fährt einer ein. Die Verbindungen klappen auch. Ja. So hatte ich mir das vorgestellt. Jetzt können wir dieses Gelände natürlich, sollten wir natürlich nutzen. Denn das ist jetzt schon großes Gelände. Ich werde hier die Möglichkeiten nutzen. Das müsste ja von den Hühnlingen funktionieren, diese Straßenverbindung mal zu verwenden. Und zwar werde ich jetzt hier diese Objekte abreißen. Wir haben ja immer noch hohen Bedarf an Industrie. So, wir uns kurz gucken, man sagt hier das Höhenprofil. Das war nicht so schlau. Wir müssen, glaube ich, erst wieder mit dem Gelände ein bisschen agieren. Die Straße reißen wir ab mit den Gebäuden, das machen wir neu. Kommen alle weg. Bleiben auf
der Höhe, das müsste ja hier die gleiche Höhe sein, oder? Die hier. Nee, ist hier nicht. Okay. Dann würde ich ihn wieder abreißen hier ein bisschen und dann mal gucken, ob wir hier mit den Höhen spielen können. Aber der Höhenunterschied reicht, das ist in Ordnung. Dann müssen wir, glaube ich, hier dann hoch. Okay, das ist machbar, ne? Aber alles gut. Also hier bleiben wir hier oben. Kommt von hier unten mit dieser Verbindung hier. Die Verbindung hätten wir. Also mal ganz kurz gucken, kommen wir hier hoch. Das finde ich noch ganz gut. Der Anschluss ist ein bisschen knapp, wenn wir das jetzt mal kurz ignorieren. Das wäre schon ein ziemliches Brett hier. Ne? Vielleicht können wir hier ein bisschen schon mal was vorbereiten. Also von hier aus und dann hier am Güterbahnhof. Und 9 Grad Steigung. Damit kann man, glaube ich, leben. Wilde Konstruktion, aber sieht doch eigentlich ganz mörderlich aus. Dann werden wir jetzt hier diese Höhe nehmen und hier dieses Gelände einebnen, damit wir hier nämlich auch Industrie platzieren können. Dann auf der Seite auch. Das ein bisschen. Oh, ich glaube, auf der Seite machen wir nichts, sonst haben wir hier so einen riesen Hügel. Das gefällt mir nicht so gut. Hier bei der Feldstraße. Die Frage ist, brauchen wir den Platz? Was hatten wir denn hier gesagt bei dem Objekt, also wir haben hier noch die Lagererweiterung, die muss hier nebendran, die könnte da vorne hin. Das Müllwagendepot, das ist in-house, das ist auch in-house. Nee, das ist okay und hier, die können wir beliebig platzieren, heißt wir können auch dieses Gelände hier entwickeln. Okay. Dann nutzen wir diese Gelegenheit auch, um hier die Gelände Anpassung vorzunehmen. Und werden auf der Seite dann den Anschluss machen. Nicht zu nah an der Brücke, dann haben wir ordentlich Abstand, das ist gut. Gehen hier vielleicht noch mal einmal senkrecht raus. Wieder hohen Bedarf an Gewerbe, das ist gut. Wie sieht es auf der Seite aus? Können wir hier auch ein bisschen Platz schaffen, das ist doch prima. Bedarf ist weg, das ist aber nicht so schlimm. Prima. Und auf der Seite gehen wir hier geradeaus hoch. Das ist eine große Sackgasse. So, Gewerbebedarf ist wieder auf 0. Okay. Das finde ich interessant. Hier kommt der Abschluss zur Bahnlinie. Ich lasse hier mal ein bisschen frei. Damit wir hier nicht ganz so nah rankommen. Können hier noch ein bisschen glätten, wie wir das kennen.
Und dann haben wir hier dieses Industriegebiet auch entwickelt. Dem müssen wir natürlich noch einen Namen geben. Oh, der Schnee schmilzt. Hurra, wir haben Schneeschmelze, das ist gut. Ich möchte hier ein bisschen... Oh, da ist auch wieder der Industriebedarf. Prima. Hier fehlt auch noch Industrie. Derzeit haben wir nur 13 Tiefe, das ist ausreichend. Jetzt kommen wir hier zu nah an die Höhe. Das große Gebiet hier vorne, auch da müssen wir noch irgendwas mitmachen. Da habe ich jetzt auch spontan noch keine Idee. Da müssen wir noch mal schauen. Gut, wir schauen mal, was hier unsere Arbeitslosigkeit macht. Die ist auf 18%. So richtig klar ist mir noch nicht, wie dieser Patch jetzt greift. Also, was man liest, so richtig gut scheint er noch nicht zu funktionieren oder braucht wirklich ewig. Gucken wir bei den Arbeitsplätzen. So, arbeitslos sind immer noch ganz viele Menschen. Bevölkerung, weggezogen, Sterberate. Tja, ist es hier aus der Zeit? Man weiß es nicht so genau. Arbeitsplätze. Massiv raufgegangen. Arbeitskräfte auch. Arbeitslos ist schon. Runter geht es wieder rauf. Also das ist nicht ganz klar, wie das jetzt funktioniert oder auch nicht funktioniert. Ich habe da noch, möchte noch ein kleines Fragezeichen mal dran machen, ob das, ob der Patch wirklich gut funktioniert. Ziehen wir mal ein paar Bäume. Dann ist das hier nicht ganz so trist. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir jetzt überhaupt anfangen sollen, weiter Wohnraum zu schaffen. Denn solange wir Arbeitslose haben, brauchen wir eigentlich Arbeitsplätze. Und keine neuen Wohngebiete. Was wir mal machen könnten, ist die Vorbereitung zu treffen für die Universität. Denn ich glaube, auch da haben wir einen großen Bedarf. Hier gucken, wir brauchen auch eine Bildungsoffensive. Wir brauchen noch mehr Grundschulen. Also, wo setzen wir die hin? Hier vorne, denke ich, sollten wir noch mal eine platzieren. Da haben wir hier die Möglichkeit. So, wir werten die direkt auf. Weisen dann hier aber diese Stadtgebiete zu. Wo haben wir noch Möglichkeiten? Also hier sind nur zwei. Da müssen wir hier zwangsläufig auch noch eine haben in Marxloh. An der Abschlüsse möchte ich es eigentlich nicht. Hier in dieser Parkplatz. Du verschwindest, glaube ich. Dann werden wir hier nochmal eine Grundschule platzieren. Das bedeutet auch wieder den Abriss, aber das ist für die Kinder. So, du wirst Marxloh zugewiesen. Da haben wir... Hier ist die ganz große. Perspektivisch werden wir, glaube ich, hier auch eine haben. Also machen wir das so, ich setze eine hier hin. Den Weg reißen wir ab. Ja, wir werten die auch auf.
Und auch du bist für Marxloh nur zugewiesen. So, jetzt wird es langsam besser. Wir brauchen, glaube ich, hier in Ehrenfeld brauchen wir noch eine kleine Grundschule. Muss hier vorne hin. Der Erweiterungsflügel. Ne. So, du bist auch nur Marxloh. Du bist sofort voll. Okay, die ist ja wirklich winzig, aber da will ich jetzt keine große hinsetzen. So wie hier. So, was bist du denn? Du bist eine Grundschule. Und du bist auch maximal ausgebaut. Du bist auch maximal ausgebaut. Könnte hier noch eine hinsetzen. Der Parkplatz geht weg. Und dann ich die hier reingefuscht. Wir werden hier diese. Oh ne, okay, jetzt, da können wir nochmal einen Park hinsetzen. Also es ist wirklich alles sehr eng. Witziger Park. Spielplatz. Hundepark. Kleiner Park. Kleiner Platz. Sieht es jetzt aus? 25,9 zu 28.000. Eng, eng, eng. Sekundarschule brauchen wir auch noch. Städtische. Also das ist auch schon echt Wahnsinn. Tja. Wo können wir die? Wir haben hier drüben. Haben wir eine, wahrscheinlich müssen wir hier auch noch mal eine machen, auch wenn das eigentlich Wohnheime ja für die Studierenden sind. Aber das weiß das Spiel ja nicht. Oh, den Meilenstein gucken wir uns mal eben an, den habe ich jetzt nicht aus Versehen weggeklickt. Das war nicht mein Plan. So, hier Querenburg. Mal gucken. Was haben wir jetzt hier bei Meilenstein? Wir sind eine Hauptstadt. Okay, interessant. Also Meilensteine, Hauptstadt. Das Darlehen ist mit. Okay. Gut, wir sind eine Hauptstadt mit fast 95.000 Einwohnern. Das ging schnell. Ich gucke nochmal. Sieht hier aber soweit alles gut aus. Sekundarschule passt jetzt. Grundschule passt nicht. Wir brauchen noch ein College, wir brauchen eine Universität. Okay. Das gehen wir jetzt auch an. Dazu brauchen wir aber mehr Platz. Kaufen, das bereiten wir jetzt schon mal vor. Diese drei Zellen. Können mal schauen. Ich würde gerne die Güterzugverbindung auch nochmal hier durchlenken, um hier den Anschluss zu machen. Ist das möglich? Nee. Wenn, dann müssten wir hier hinter dem Güterbahnhof rum. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, hier uns durchzuschlängeln. Alles andere ist nicht machbar. Was haben wir denn jetzt hier? Hier ist immer noch Verkehrsstau, ein riesiger Strom an Menschen, die hier in die Richtung laufen und arbeiten wollen. Okay. Ja, wir werden hier schon mal das vorbereiten, indem wir jetzt hier
Ich denke, wir nehmen auch direkt die großen Straßen, denn da können wir die Straßenbahn setzen. Also diese Verbindung hier gehen weg, denn wir werden jetzt hier. Wir machen die große Straße, das ist, denke ich, ganz entscheidend, damit wir hier nämlich auch wieder mit den Bussen arbeiten können. Wieso lässt du mich das hier jetzt nicht bauen? Muss der kleine Zipfel, ein bisschen ärgerlich, dass diese Fußwege alles blockieren. Ich will ein bisschen Abstand lassen, damit wir theoretisch hier rüberkommen. Die Straße reißen wir ab. Und dann können wir mich hier rüber. Oh, natürlich deutlich an Höhe. Mindestens mal diese hier. Bisschen Overkill, ne? Also die ist zu hoch. Gucken wir mal, also das ist zu niedrig. Irgendwas dazwischen hier. Das war eine schwere Geburt, aber irgendwie machte er, glaube ich, meinen Höhenunterschied nicht. Jetzt haben wir es aber geschafft. Alles gut, wir werden jetzt hier dieses Rückgrat noch einmal setzen. Nicht bis ganz unten ziehen, diese große Straße, aber bei wieso nicht? Und wenn man das die Hauptverbindungsstraßen gesetzt haben, dann werden wir uns in der nächsten Folge damit beschäftigen, hier das Universitätsviertel zu errichten auf der Seite der Ruhr. Also hier werden wir noch ein paar Straßen. Wir machen jetzt erstmal hier die geraden Verbindungen. Also einmal hier. Und dann, wenn wir hier so entlang kommen, die Straße ist zu lang, das Stück. So, dann werden wir hier diese Kurven wieder setzen. Bisschen näher gehen wir noch, da haben wir auch nicht so viel Platz zu verschenken. Und dann mit den Kurventools hier wieder die Linien suchen. Einmal hier und auf der anderen Seite auch. Und dann noch der Anschluss ans Bergmanns Heilkrankenhaus. Da werden wir aber hier nochmal die Straßen upgraden müssen. Die kommst hier drüben hin. Das haben wir jetzt hier noch. Die Verbindungen gehen weg. Wir werden hier senkrecht rauskommen. Ach, das ist wieder so ein Fußweg im Weg. Also senkrecht, wenn er mich denn lässt. So, jetzt lässt er mich. Und ich brauche die Höchstlinie von der anderen Straße. Da war sie. Und die Hauptstraße, die hier ins Bergmannsheil führt, die setzen wir hier hin.
Gut, ich glaube, wir haben sonst nichts abgerissen. Hier haben wir die Verbindung, da würde ich einen Kreisverkehr machen, sonst ist diese Kurve hier etwas komisch. Wir setzen noch das Schienensystem und die Busspuren. Hier einmal im Kreis. So. Zack. Da haben die Busse eine Extraspur und die Straßenbahn auch. Das wird ein Upgrade. Jawohl. Gut, also nächste Folge dann eine Universität, wobei Universität automatisch heißt, wir werden dort auch eine weitere Fachhochschule errichten. Der Bedarf ist ja da noch College, wie es ja hier heißt. Das Geld sprudelt, das ist wirklich gut. 120.000, also das Problem ist wirklich gelöst. Es gibt kein Geldproblem in diesem Spiel, wenn man einmal den Break-Even-Point erreicht hat. Hier sieht es soweit gut aus. Die Züge fahren. Das Gelände werden wir auch noch mal irgendwann weiterentwickeln. Wir haben hier noch ein riesiges Gelände. Also auch hier geht es weiter. Wir können vielleicht hier die Hochschule noch mal entwickeln. Oh, so viele Möglichkeiten. Aber wir werden jetzt erstmal hier diese Zelle hier in der nächsten Folge ausbauen. Das machen wir dann. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.